Hallo, ich Leute, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Cry of Fear. Der letzte Part war ziemlich abfuckisch. Was bist denn du? Oh shit, ich musste irgendwie abhauen, okay. Ich muss jetzt einfach nur rechts. Ich zeichne mir die Map einfach ein. So und so. Zumindest den richtigen Weg so eingezeichnet. Jetzt muss ich da diese komischen Würstchen-Typen da haben. Wie, was ist das? Was? Alter, wo kam der her? You will not survive. You will not survive. Hey, yeah. You will not survive. So, jetzt muss ich da ganz am Ende des... Jawohl, jetzt muss ich... AFK kill for the win! Mann, ist das ein scheiß Ernst. Geile dran ist, ich sehe nicht die, was ich daraus muss. Es ist ja das, diese komischen. Shit. Nach oben. Da muss ich, glaube ich, da. Bin ich wieder am Anfang. Okay, jetzt kann ich wieder den Weg. Boah. Das ist so ekelhaft. Ich bin davon krank und diese verfickte Fliege, da will ich weg. Jawohl. Oh, yes, he suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Nein. Holy fuck! Holy shit! Ich bin das da unten im Bad hat. That was close.
Is he still there? What the fuck? Wasn't this where I came from? No. No, no, no. Something is obviously not right. I should hurry now. Before something else happens. Episode says that he views none of the others. Fragen, kratzt du heute noch ab oder was? Mal diese Fliege da nervt. Jetzt kommt ein Zug. Ich will es nicht verschreien, es geht aber rauf. Doch der hieß keiner. Muss ich da die Fuses holen? Durch den anderen Weg. Scheiße. Irgendeine Waffe muss ich komplett liegen lassen. Wenn's geht. Sieh nochmal dran. Nee, oder? Oh fuck. Ich bin low. Oh. Ich glaub. Das ist so ruhig. So ruhig. So. Jetzt muss ich da die Fuses. Die Gillette Fuses einsetzen. Oh. Okay. Wer fährt den Zug jetzt? Back to the train. Sitting here like a fool. Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here. No, think straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. I mean,
what is actually happening with me. Mom keeps telling me to get home, but why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? No, seriously. Am I? Or is there something else? I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. But could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. Door. Ja, dazu würde ich sagen, was das für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.